Willkommen auf der Saatalks. Heute habe ich das zweite Volume von Spice and Wolf. Ja, ich weiß nicht mehr, ganz aktuell. Und wenn ich denn endlich mal dazu komme, werde ich auch noch die Sammelschuber-Version auf Nippon-Art bestellen. Also von den dritten Volumes. Das schließt nämlich auch Servamp und noch andere Nippon-Art-Serien mit ein. Ja, hier das zweite Volume. Ist schon eine Weile her, dass ich die Serie gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das für ein Charakter war. Die Schafhirtin war das definitiv nicht. Ist zu lange her. 7 Jahre ja mittlerweile. Deswegen schön, dass man das Ganze nochmal. Hier ist die Schafhirtin. Dass ich das Ganze jetzt nochmal nachholen kann. Beziehungsweise wiederholen kann. Weil, wie gesagt, das ist eine sehr gute Serie. Dann haben wir das Volume 2 mit den Episoden 5 bis 8 im Bildformat 16 zu 9 Full HD. Mit deutschen Untertiteln. Der Ton ist im Deutschen 5.1, japanischen Stereo einfach nur. Also 2.0. Und dann geht das Ganze 100 Minuten. Als Extras ist ein Wendecover dabei, ein Booklet und Nippon-atypisch noch ein Sticker. Wenn ich es aufbekomme, kann ich es euch zeigen. Nehmen wir die gute Hore oder Holo als Sticker. Habe bis heute nicht gecheckt, was jetzt richtig ist. Vielleicht ist sogar beides richtig. Dann gucken wir uns noch das Wendecover an und zu guter Letzt, mit dem Pflaster kriege ich das natürlich nicht raus. So, da haben wir das Wendecover und zu guter Letzt dann noch das Booklet. Auflösung. Also Hintergrundinfos. Dann gibt es ein paar Artworks. Das hier ist der Sticker. Beziehungsweise was als Sticker auch dabei ist. Dann Charaktervorstellung. Ich wusste gar nicht, dass der Schafhirte schon so zeitig kam. Ich dachte, hatte erst gedacht, dass der erst in der zweiten Staffel dazu kam. Und dann der Cast. Und das war's. Keine Episodenguide? Oder habe ich den einfach nur übersehen? Keine Ahnung. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Falls euch das gute Stück interessiert, verlinke ich euch einen Kauflink in der Videobeschreibung und dann das erste Unboxing von Spice and Wolf packe ich dort auch mit rein. Könnt ihr gerne noch nachholen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.